Wir wollen von der beschreibenden hin zur schließenden Statistik, steht da ja. Und beschreibende Statistik ist also das, was wir letztes Semester hauptsächlich gemacht haben. Ein einzelner kleiner Schritt in die schließende Richtung hatten wir schon mit dem sogenannten Konfidenzintervall. Das wird also wieder auftauchen und das werden wir auch noch verwandeln. Wir werden es nutzen als Basis für sogenannte P-Werte. Die P-Werte sind ein sehr wichtiges Maß, eines, was mit vielen Fehlinterpretationen auch verbunden ist. Wir werden jede Woche einen neuen sogenannten statistischen Test machen, der auf Signifikanz prüft, was auch immer das jetzt bedeutet. Und dabei wird ein P-Wert produziert. Jede Woche einer oder mehrere neue. Und die werden wir immer wieder interpretieren, bis sie die wirklich richtig interpretieren. Das ist also ein Kerninstrument der schließenden Statistik, die P-Werte und natürlich eben die Konfidenzintervalle und alles, was im letzten Semester gelernt wurde, alle Effektmaße, alle Zentralstreu- und Korrelationsmaße. Bleibt wichtig, auch für die schließende Statistik. Sie ist die Basis der schließenden Statistik. Und wir kriegen aber halt neue Instrumente hinzu, diese P-Werte und die Konfidenzintervalle. Und dann können wir sogenannte hypothesenprüfende Datenanalyse machen. Na, hier. Abgekürzt mit CDA. Wo kommt das C her? Confirmatory Data Analysis. Diese Stichworte fielen schon mal in der allerersten Vorlesung, aber klar, ich wiederhole das alles hier und ich werde mit Ihnen heute auch noch mal so ein kleines Roundup machen von Statistik 1 und ein bisschen ausführlicher auch mit Ihnen durchgehen, was von Statistik 1 wie in Statistik 2 reingreift, so wie das so verwoben ist und umgekehrt. Neben der CDA haben wir halt weiterhin die EDA, die weiter wichtig bleibt. Die stehen parallel zueinander, sind für zwei unterschiedliche Zwecke gedacht. Die EDA, die Exploratory Data Analysis, haben wir letztes Semester gemacht. Sie wühlen mit der explorativen Datenanalyse in den Daten rum, solange bis sie irgendwas entdecken. Und dann überlegen Sie, könnte das Hand und Fuß haben? Ist da was dran? Ist das eine Korrelation, die vielleicht sogar einen kausalen Hintergrund hat? Und dann haben Sie eine Idee. Aha, das und das hängt also zusammen. Und dann können Sie da eine Hypothese draus machen. Aber Sie haben noch nicht gelernt letztes Semester, wie Sie diese Hypothese auch stichhaltig prüfen können. Und dafür ist dann eben die hypothesenprüfende Datenanalyse da, wie der Name schon sagt. Also die explorative Datenanalyse, um zu erforschen, um zu gucken, was könnte es denn geben, die hypothesenprüfende, um dann den Zirkel zu schließen des Forschungsprozesses, um zu gucken, ist das denn signifikant, wie der Statistiker sagt, was ich da entdeckt habe. Hier sehen wir auch mal das Schaubild vom letzten Semester, was einerseits die beschreibende Statistik, ne, verbindet hier mit der schließenden Statistik. Statistischer Schluss hat der Kollege Knabe hier geschrieben. Statistics of Inference, das ist also das Englische für schließen. Ne? Conclusion kann man auch sagen. Auch super. Ne? Genau. Und wie ist das genau verbunden? Also es ist einerseits dadurch verbunden, dass das eine zu einer Idee führt und diese Idee beim anderen dann geprüft wird, aber es ist auch noch auf einer anderen Ebene verbunden, die sehen Sie hier. Und zwar bei der explorativen Datenanalyse, da gucken wir uns halt nur die Stichprobe an und das mit Werkzeugen aus der beschreibenden Statistik. Ja, diese Werkzeuge der beschreibenden Statistik benutzen wir in der explorativen Datenanalyse, um die Ideen zu bekommen. Und dabei beschränken wir uns eben auf die Stichprobe. Bei der schließenden Statistik reicht uns das nicht mehr. Die Stichprobendaten sind dann nicht mehr ausreichend. Wenn wir prüfen wollen, ob die Hypothese, die wir jetzt entwickelt haben, dann auch Hand und Fuß hat, ob der Effekt, den wir entdeckt haben, die Korrelation, die wir entdeckt haben, womöglich signifikant ist, dann müssen wir die Grundgesamtheit mit einbeziehen hier drüben, ne, die Population. Und das ist gar nicht so einfach, weil die kennen wir ja gar nicht, die haben wir auch gar nicht, die werden wir auch nie bekommen. Hätten wir die Grundgesamtheit schon, dann bräuchten wir auch gar keine schließende Statistik, das ist der Witz. Das wäre eigentlich das Geilste. Dann könnten Sie das komplette Semester streichen, dann brauchen Sie das nicht mehr. Die Bücher der Statistik würden um ein Vielfaches dünner. Sie könnten sogar ganze Bücher verbrennen und vernichten, wenn wir immer Grundgesamtheiten hätten. Bräuchten wir die nicht mehr, aber haben wir nicht. Wir haben immer nur Stichproben. Wie funktioniert das dann, dieser statistische Schluss? Ja, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist so die magische Formel. Irgendwie sagen wir, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung rechnen wir aus, wie wahrscheinlich das ist, was wir in der Stichprobe haben, dass wir das auch in der Grundgesamtheit wiederfinden. Oder wie unwahrscheinlich.
Wir konzentrieren uns dort vor allem auf die Fehlerwahrscheinlichkeit. Also wir machen hier Aussagen, sagen, die stimmen auch in der Grundgesamtheit, aber dabei behalten wir eine sogenannte Restunsicherheit, eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit über. Wir können niemals ganz sicher sein, dass die Aussage, die wir in der Stichprobe gefunden haben, auch in der Grundgesamtheit gilt. Ja? Da merken Sie schon, okay, also ne, ist immer nur so, wir suchen immer nur so Indizien. Und davon möglichst viele. Und je mehr Studien gemacht werden zum gleichen Thema, von je mehr Forschergruppen, desto mehr Indizien werden angesammelt oder eben nicht. Und desto sicherer werden wir uns dann über die Zeit, dass das, was wir in der Stichprobe sehen, auch in der Grundgesamtheit wahrscheinlich stimmt. Ganz wichtig, damit wir diese Aussage machen können, ist, dass die Stichprobe eine repräsentative ist, die die Grundgesamtheit auch repräsentiert. Sonst kann Statistik da nichts retten. Und nur mit zufälligen Stichproben haben Sie überhaupt eine Chance auf repräsentative Stichproben. Wir gehen also bei vielen Experimenten hier, die wir hier machen, bei vielen Analysen, gehen wir einfach mal davon aus, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Und nur dann ist es sinnvoll, schließende Statistik überhaupt zu beginnen. Sie werden in Ihrer ersten Datenerhebung mit Sicherheit keine repräsentativen Stichproben erheben. Das ist aber okay. Sie sollen damit ja noch nichts Revolutionäres machen und die Welt verändern, sondern Sie sollen üben, überhaupt Daten zu erheben, sollen üben, die zu interpretieren und machen dann trotzdem schließende Statistik, obwohl die Stichproben nicht repräsentativ sind. Das ist okay, ne, im Rahmen des Studiums. Und auch im Rahmen echter Forschung ist das auch mal okay. Dann muss man es aber dazu sagen. Ne? Ich hatte keine Zeit, ich hatte keine Ressourcen, ich konnte nur so und so viele Probanden auftreiben. Ich habe keine repräsentative Stichprobe. Seien Sie da immer offen und ehrlich, seien Sie transparent. Das ist zwar nicht schön und das tut weh, sozusagen das zuzugeben, aber man muss es tun für unsere Gesellschaft, ne? Dass die weiß, was kann man mit den Ergebnissen nun anfangen und was nicht. Und bei nicht repräsentativen Stichproben eben sind die Ergebnisse immer nur sehr begrenzt aussagekräftig. Was haben wir gemacht? Statistik 1, da haben wir deskriptive Statistik gemacht. Wir haben angefangen mit Zentralmaßen. Ne? Weiß noch wer? Medianmodus, wunderbar. Und dann gibt es Lagemaße, das wären dann zum Beispiel die Quartile oder allgemein der Begriff der Quantile. Dann können Sie auch noch Dezile darunter zählen und Perzentile und solche Scherze. Quartile kennen Sie aber am ehesten noch von den Boxplots. Dann kommen die Streumaße. Ich arbeite mich jetzt hier so vor. Streumaße, da waren zum Beispiel Varianz, Standardabweichung, Interquartilsabstand, Onliner. Hallo! So weird. Dann gibt es die Korrelationsmaße. Das sind die ersten Maße gewesen, die was machen. Also die sind ja irgendwie anders als Zentrallage und Streumaße. Warum? Was ist an Korrelationsmaßen besonders? Ja, zwischen zwei Variablen. Genau, da brauchen Sie auf einmal zwei. Ne? Für Zentrallage, Streumaße reicht jeweils eine Variable. Ja, bitte? Ja, genau. Das ist auch noch eine Besonderheit, die aber nicht exklusiv ist für die Korrelationsmaße. Also der Kollege sagt, es ist abhängig vom Skalenniveau, welche Korrelationsmaße Sie am ehesten auswerten, berechnen können manchmal sogar auch. Ja, also bei Nominalskalen kann man gewisse Korrelationsmaße gar nicht nutzen. Bei anderen kann man wieder alle nutzen, dann muss man sich entscheiden, welches nehme ich denn. Und das ist aber auch bei Zentrallage und Streumaßen so. So, und dann Korrelationsmaße sagen uns also etwas über einen möglichen Zusammenhang. Ob der kausal ist, sagen die nicht. Das müssen wir uns überlegen, ne, im Kopf. Oder wir müssen es in Experimenten überprüfen, das geht auch noch. Ja, da kann man wirklich Ursache und Wirkung dann auch sehen. Und davon gab es Pearson für metrische Variablen. Es gab Spearman und Kendall und Goodman-Kruskal für Ordinale und. So viele Korrelationsmaße. Prämaße. Wenn wir eine Korrelation gefunden haben, wollen wir vielleicht sogar Vorhersagen machen. Ja, dann macht das Sinn und dann wollen wir wissen, was bringt die UV oder was bringen, in diesem Semester werden wir sogar mal mehrere UVs nehmen. Also bringen mir die UVs, die unabhängigen Variablen, bei der Vorhersage der AV. Wie viel Prozent Fehlerreduktion bringen die? Das ist PRE, Proportional Reduction of Error. Ja, das war so, ne, das war schon ganz schön guter Changes von Statistik 1. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder Diagramme uns reingezogen
zum Beispiel so ganz Spezialdiagramme wie das Boxplot, das besteht quasi aus den Maßen da oben. Ne? Da steckt dann der Median drin und da stecken die Quartile drin und dann noch dieser IQR und so weiter. Und dann haben wir auch einen Haufen Rohdatendiagramme uns angeguckt, darunter die Häufigkeitsdiagramme, aka Histogramm, Balkendiagramm, Tortendiagramm und die Scatterplots, wenn es bivariat werden soll, ne? Wo man Korrelation auch sehen kann dann. An der Steigung oder an der nicht vorhandenen Steigung dann keine Korrelation. Und Effektmaße, was sind das noch? Und Kunst-D ist doch gar kein Korrelationsmaß, da steht das, aber es ist ein Mittelwertunterschied. Wieso sollen das dann beides Effektmaße sein, wenn das doch so zwei völlig verschiedene Sachen sind? Wenn diese Frage Ihnen noch unter den Nägeln brennt, dann behalten Sie die bei, die werden wir beantworten. Wir benutzen in Statistik 2 die Effektmaße quasi als Ausgangssituation und gucken dann, ob der Effekt, den wir gefunden haben, nicht nur wie groß der ist auf Cohn-Skala von Cohn-Skala gibt es verschiedene, Sie wissen vielleicht noch 0,1, 0,3, 0,5 für diverse Korrelationsmaße, 0,1 kleiner Effekt, 0,3 mittlerer Effekt, 0,5 großer Effekt, wer erinnert sich? So, ne? Also das konnten wir schon in Statistik 1, aber jetzt wollen wir nicht nur die Effektgröße in Statistik 2 uns angucken, sondern eben auch, wie signifikant ist dieser Effekt. Und dann kann es ja sein, dass Sie sagen, ja, ich habe eine Korrelation von 0,8 gefunden, das ist ja ziemlich viel, 1,0 wäre das meiste, aber Sie haben nur 3 Leute befragt. Dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, ja, das war wahrscheinlich ein Zufallstreffer und das nennen wir dann nicht signifikant. Sie merken also schon, diese Signifikanzfrage hängt vor allem davon ab oder unter anderem davon ab, wie viele Leute denn befragt wurden. Aber auch von der Größe des Effekts. Das sind schon mal 2 wichtige Parameter, die die Signifikanzfrage dann klären. So, und genau, und das Ganze haben wir genutzt für die explorative Datenanalyse oder erforschende Datenanalyse. Haben wir Ideen mit generiert, habe ich eben schon so ein bisschen erzählt, aber hier nochmal so als Bild. Ne? Was hängt wie zusammen? Wie funktionieren, verhalten sich Menschen? So, das ist das, was an Fragen dann vielleicht aufploppt, worüber wir Ideen bekommen, was wir dann weiter erforschen wollen. Und jetzt sehr bildlich gesprochen könnte man sagen, das hier drüben sind alles Werkzeuge. Jetzt denken Sie wirklich mal einfach so an so einen Werkzeugkasten mit Hammer und Meißel und Schraubendreher und Bohrmaschine. Das sind unsere ganzen Maße. Und je nachdem, was wir gerade brauchen, greifen wir diesen Werkzeugkasten raus und nehmen uns eins dieser Maße. Und damit bauen wir ein Haus, ein Ideengebäude, könnte man sagen. Oder der Forscher sagt vielleicht eher sogar ein Theoriegebäude. Ja, diese ganzen Ideen, die wir sammeln bei der explorativen Datenanalyse, die führen dann vielleicht auch irgendwann zu so einem Theoriegebäude. Das heißt, wir benutzen diese Werkzeuge sehr konstruktiv, könnte man sagen. Ja, wie auf dem Bau, um ein Haus zu bauen. Und die schließende Statistik macht das etwas anders. Die versucht, das Haus einzureißen. Dann wird aus dem kleinen Hammer, mit dem Sie was zusammengenagelt haben, auf einmal ein Vorschlaghammer. Und dann gucken Sie, was Sie wieder kaputt kriegen. Das nennt man Falsifikation. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Ja, Sie können ja alle möglichen Theorien aufstellen, aber die müssen halt auch dem Test der Zeit standhalten, also dem statistischen Testen standhalten. Manche Theorien halten stand, dann werden diese Theorien immer weiter verfeinert und immer mehr Leute glauben an die und sie bilden Grundlagen vielleicht auch irgendwann für neue Theorien. Das nennt man Verifikation. Ja, aber wenn sie ordentlich draufhauen, Deborah Mayo nennt das Severe Testing im Englischen. Deborah Mayo habe ich mal vorgestellt, zusammen mit Andy Field und Nathan Yao in der ersten Vorlesung. Das ist unsere Chefphilosophin in der Statistik. Genau, die hat auch ein Buch geschrieben über dieses Severe Testing, also dieses ordentlich oben, ordentlich draufhauen, ordentlich testen, richtig streng, mit Kraft sozusagen, müssen sie ihre Daten abklopfen, ihre statistischen Maße abklopfen, gucken, ob die halten oder ob das Theoriegebäude schon ganz schnell wieder in sich zusammenfällt. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess. Das klingt jetzt sehr destruktiv. Ja, wir benutzen die schließende Statistik aber absichtlich so. Wir wollen ja nicht, dass falsche Theorien sich irgendwie halten. Und das ist auch ein sehr mächtiges Instrument, um
um dann wieder auf neue Ideen zu kommen. Sie reißen Theoriegebäude ab, haben Platz für Neues. Und warum entsteht dann auch ganz schnell Neues? Weil sie sich dann ja fragen müssen, wieso ist denn dieses Theoriegebäude in sich zusammengeklappt gerade? Was war denn alles falsch? Hat da wer manipuliert? Hatte jemand einfach nur eine Bullshit-Idee und alle sind ihm nachgelaufen? Oder gab es Messfehler und wir haben es zu Unrecht eingerissen, das Gebäude gerade, und wir müssen nur das Messinstrument verbessern? Also es tauchen auf einmal 1 Million Fragen auf, wenn die Theorie, die sie womöglich selber aufgestellt haben, in sich zusammenfällt. Das ist ein super spannender Prozess. Das kann richtig Revolutionen in der Forschungslandschaft auslösen. Und ich persönlich finde also aus meiner Warte diesen Prozess der Falsifikation, dieses Destruktive der schließenden Statistik eigentlich sogar spannender als das Konstruktive, was immer wieder sagt, ja, wir prüfen diese Hypothese, jene Hypothese und wir ahnen auch schon, dass die richtig ist und dann sagen wir am Ende unseres statistischen Tests, ja, hat gestimmt, ach toll, ha, kann ich mir auf die Schulter klopfen, habe ich richtig geraten, so. Daraus lernen wir gar nicht so viel. Das fühlt sich zwar wohlig und warm an und Sie werden es selbst erleben, dass Sie auch auf die Jagd nach signifikanten Ergebnissen irgendwann gehen und die lieber mögen als die sogenannten nicht signifikanten Ergebnisse, die eine Theorie womöglich über lange Sicht wieder in sich zusammenfällen lässt. Ja, Sie mögen lieber etwas bestätigt sehen, was Ihrer eigenen Intuition entspricht. Das ist nur zu menschlich und das verstehe ich auch gut. Ich als Dozent muss Ihnen aber sagen, geben Sie diesem Drang nicht allzu oft nach, sondern versuchen Sie immer wieder einen Schritt zurückzugehen, zu überlegen, ja, du hast jetzt hier eine tolle Theorie gehabt, aber die kann auch Mist sein, die Hypothese ist vielleicht einfach falsch. Lassen Sie das zu, diesen Vorschlaghammer. Nehmen Sie den und reißen Sie das ein, wenn notwendig. Und Sie müssen auch keine Angst haben, dass Sie mit einer einzelnen Studie schon ein Theoriegebäude einreißen. Das ist auch nicht so. Das muss ich vielleicht Ihnen auch gleich den Zahn ziehen. Mit einer einzelnen Untersuchung, sei es eine Bachelor-, eine Master- oder eine Doktorarbeit, da passiert noch gar nichts. Da haben Sie einmal ein Indiz gefunden für oder gegen Ihre Theorie. Das muss sich häufig wiederholen, damit wirklich daraus ein Theoriegebäude entsteht. Von anderen Forschergruppen muss das nochmal bestätigt und nochmal bestätigt werden. Erst dann. Ne? Und das Gleiche beim Einriss. Das geht nicht mit einmal hauen in der Regel und dann fällt das in sich zusammen. Eine Studie ist keine Studie. Ne? Merken Sie sich das. Klingt fies, aber ist so. Ja, ja, ich denke, das habe ich alles erzählt. Ne? Verifikation, Falsifikation, den Vorschlaghammer. Eine Studie ist keine Studie. Guck, geht doch. Ein paar Rechtschreibfehler sehe ich noch, aber naja. Jetzt habe ich ständig von Hypothesen erzählt. Ne? Hypothesen, die in einer großen Sammlung von Hypothesen dann irgendwann zu Theorien führen und so, das ist auch eher so Forschungsmethodik, da mache ich nicht weiter. Wir werden uns auf diese einzelnen Bestandteile, auf die Einzelhypothesen, die irgendwann Theorien vielleicht bilden, konzentrieren und einzelne Hypothesen prüfen. Und da ist jetzt eine Besonderheit, dass es zu jeder Hypothese immer eine Gegenhypothese gibt. Das ist nicht nur in der Statistik so, das kennen Sie auch aus dem Deutschunterricht, wenn Sie dort Diskurse geführt haben. Wie heißt es denn da? Da gibt es auch irgendwas mit These. Die Antithese, das ist der Gegenspieler zur These gewesen. Und mussten sie dann auch so Rollenspiele machen und dann musste sich ein Lager bilden für die Antithese, ein Lager für die These. Und dann mussten sie Argumente sammeln erstmal eine halbe Stunde und dann gegeneinander antreten. Ja, habe ich auch gemacht, fand ich super. Welches Team war immer das unbeliebte Team? Ja, einmal weiß ich noch genau, da ging es um Fremdenfeindlichkeit oder irgendwie die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Und da musste eine Gruppe die These vertreten, das ist alles gar nicht so, ist vollkommen Unsinn. Ja? Wir brauchen die Zuwanderung und so, wir überaltern das Volk und so, die helfen mit, dass hier nicht alles zusammenbricht. Das ist natürlich beliebt, populär, das ist die These. Aber diese These kann totaler Unsinn sein, deswegen gibt es die Gruppe, die die Antithese macht und dann die Rolle spielt, ja, die müssen alle raus, die doofen Ausländer, weil. Natürlich ist das total unbeliebt. Und so ist es häufig auch bei statistischen Thesen und Antithesen. Und die heißen dann aber bei uns anders. Sie sehen das in der Überschrift, Nullhypothese und Alternativhypothese. Jetzt raten Sie mal, welches ist davon die Antithese?
Im Englischen sagt man nur null und alternative. Wer ist dafür, dass die Antithese die Nullhypothese ist? Finger hoch. Einfach Bauchgefühl. So, gut, dann haben wir die Alternativhypothese. Wer denkt, dass das die Antithese ist? Ah, alle reingefallen. Ist fies, ne? Ist vom Namen her, denkt man alternative Antithese? Nee. Ist tatsächlich die Antithese, ist ja die, die sagt irgendwie so, nee, das ist nicht gut, Ausländer raus. Die, ne? Entschuldigung, dieses Beispiel ist jetzt vielleicht echt politisch unkorrekt, aber ich hoffe, Sie wissen, wie ich das meine. So, das ist die Nullhypothese. Die Nullhypothese in der Statistik sagt immer, da ist nichts. Es gibt nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Und die Alternativhypothese, die sagt immer, ja, da ist was, da ist ein Effekt, wenn ich es etwas professioneller formuliere. Ne? Wir haben ja immer nach Effekten gesucht in Statistik 1 und die Alternativhypothese sagt immer, da ist ein Effekt oder das Medikament wirkt oder die Ausländer sind gut für unser Land, die brauchen wir. Ja? Oder was auch immer, oder sie sind Corona-positiv, ja? Sagt der Corona-Test. Er hat auch einen Effekt, wenn da dieser Strich ist, das ist ein Effekt. Da ist dann was. Und die Nullhypothese sagt, nee, du bist nicht infiziert, kannst Party machen. Okay, das wäre populär. Ne? Also die Nullhypothese kann auch mal populär sein, aber es ist deutlich seltener. Meistens wollen die Studenten die H1, die Alternativhypothese, bestätigt sehen. Das ist die, die sich meistens selber ausdenken oder über die sie gelesen haben, wo sie denken, ja, das ist bestimmt so, das klingt logisch, will ich mal gucken, ob ich die prüfen kann. Ne? Und ja, und manchmal gelingt es aber nicht oder eigentlich sogar sehr, sehr häufig. Ja, weil wenn man eine Hypothese wirklich prüfen will und da auch Indizien für die Hypothese, für die H1 finden will, braucht man meistens eben große Stichproben, repräsentative Stichproben und dann auch noch einen Haufen Glück, dass die Theorie, die Hypothese überhaupt stimmt. Kann ja sein, dass die Unsinn ist und dass eben die H0 doch gilt. Und das tut dann manchmal weh. Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einer Doktorandin. Da war genau das Thema. Die hatte bei mir 2016 Statistik und hatte über die Jahre auch immer mal wieder mit mir Rücksprache gehalten wegen methodischer Themen. Der hat das damals Spaß gemacht, deswegen haben wir irgendwie Kontakt gehalten so ein bisschen. Und jetzt bei der Dissertation hatte sie wieder methodische Fragen. Und SPSS kann das ja gar nicht, ich sehe da meine Ergebnisse nicht so, wie ich will. Da habe ich gesagt, schicken Sie rüber, ich klicke das mal in JAST durch, ob das da geht. Da ging das dann, Wahnsinn. Und dann sage ich ihr, es tut mir leid, aber da ist gar nichts Signifikantes dabei. Und ich habe das schon auch so formuliert, als wenn das wehtut, es tut mir leid. Und sie auch sofort, ach, das ist aber schade, bin ich jetzt traurig. Nichts Signifikantes gefunden, keine H1 bestätigt. Ja, das war wirklich so. Und ich so, es macht nichts, Sie sind Wissenschaftler, Sie stehen da drüber. Das ist normal, das ist das Alltagsgeschäft. Meistens wird dann doch nichts gefunden, nichts Signifikantes. Aber Sie haben ja immer noch Ihre Effekte, die verschwinden ja deswegen nicht. Also in Ihrer Stichprobe ist ja durchaus was sichtbar. Der Effekt ist auch mitunter sogar mittel oder groß. Aber signifikant ist es halt nicht geworden. Und wissen Sie, woran es liegt? Sie haben nur jeweils 9 Leute pro Experimental- und Kontrollgruppe gehabt. Das ist wahrscheinlich schon die Antwort. Mehr Probanden konnte sie auch sogar für die Dissertation anscheinend nicht bekommen. Sie hatte mit 10 geplant, einer hatte seine Antworten nicht vollständig irgendwie. Da waren es nur noch 9 pro Gruppe. Das war die Story dazu. So, ich halte ja gerade so ein flammendes Plädoyer für die Falsifikation, dass die genauso gut und wichtig ist und sich nicht schlecht anfühlen muss. Auch die H0 hat ihre Daseinsberechtigung, die Nullhypothese. Und dann steht hier unten, manch Forscher fühlt sich dennoch mit der Bestätigung der H1 besser. Warum? Weil. Da gibt es jetzt ja verschiedenste Gründe. Hier steht schon einer. Es fühlt sich wohliger an. Ne? So die normale kleine Eitelkeit, die man hat. Ja, die Hypothese kommt von mir, dann will ich die auch bestätigt sehen. Gott. Was glauben Sie? Warum noch? Super. Wer kennt alle den Begriff Publication Bias? Bias ist Englisch für eine Verzerrung, Publikationsverzerrung. Die publizierten Ergebnisse spiegeln nicht das wider, was alles wirklich erforscht wird, weil immer nur die populären, Überschriften generierenden Themen in den großen Fachjournals, in den Fachzeitschriften landen.
Genau, Publication Bias. Die mögen halt, die verkaufen sich besser. Ne? Und typischerweise ist das die H1, die sich besser verkauft. Also die Aussage, das Medikament wirkt, es hat einen Effekt. Und das mit der H0, dieses Medikament wirkt nicht, das ist total unpopulär. Wenn Sie da noch Auftragsforschung von Pharmakonzernen betreiben, dann landet die Forschung garantiert in der Schublade und wird nicht publiziert, wenn Sie kein Indiz für die H1 finden, sondern nur für die H0. Sponsoring fordert manchmal positive Ergebnisse heraus und manchmal werden die dann sogar produziert. Ja, Ergebnisse werden so hinmanipuliert, dass etwas so wird, wie jemand anders das will. Das ist natürlich sehr negativ jetzt diese Sichtweise, aber es kommt vor. Ne? Hier sehen Sie einen Effekt des Publication Bias. Wir wollen mal verschiedene Effekte des Publication Bias, das ist ja so eine Art Systemfehler quasi. Und der führt natürlich über lang, kurz oder lang zu irgendwie, hat verschiedene Auswirkungen. Und hier sehen wir in der Überschrift schon, ne, der Publication Bias hat die Auswirkung, eine zum Beispiel namens P-Hacking. Ne, das hat was mit diesen P-Werten zu tun, die ich angekündigt habe. Konfidenzintervalle und P-Werte, die beiden wichtigsten Instrumente der schließenden Statistik. Und hier werden die irgendwie gehackt. Super, ja, also in kurz die Antwort war, man rundet auf quasi, dass man gerade noch so signifikant wird, zum Beispiel. Oder vielleicht ist man auch ganz grob gar nicht signifikant geworden, da muss man etwas gröber ran in die Rohdaten, so ein bisschen ein paar Daten löschen, so Ausreißer vielleicht, die haben nicht gefallen, damit signifikant wird. Ja? Obwohl die Ausreißer eigentlich hätten drin bleiben müssen, weil Sie kennen mein Credo, im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn ein Ausreißer nicht garantiert ein Messfehler ist oder gelogen oder so, dann muss der drin bleiben. Und jetzt sehen Sie hier sogar einen Ausreißer, aber nicht so einen Rohdatenausreißer, sondern einen Ausreißer bei den P-Werten. Warum ist denn ausgerechnet dieser P-Wert so häufig? Das ist ein Häufigkeitsdiagramm. Ne? Je höher der Punkt, desto häufiger kommt dieser P-Wert in einigen Journals vor. Also da wurden systematisch diverse Journals angeguckt mit Ergebnissen und dann wurden die ganzen P-Werte eingesammelt. Und da hat man gemerkt, ja, diese kleinen P-Werte, die sind super häufig, irgendwie dann wird es weniger, dann der wird wieder super häufig und dann wird es wieder noch weniger. Was soll denn das? Also in der Forschung gilt 5% oder 0,05 als so die Oberkante Unterlippe der Signifikanz. Ab da sagen die meisten Forscher, geht's los. Es ist natürlich besser, wenn dieser P-Wert hier weiter drüben ist. Ja, wenn der noch kleiner ist. Je kleiner der ist, desto besser, denn der P-Wert repräsentiert eine Art Irrtumswahrscheinlichkeit. Das ist ein bisschen vereinfacht jetzt gesprochen und ich verrate auch noch nicht, was für eine Irrtumswahrscheinlichkeit genau, aber in Bezug auf irgendwie auf die Hypothesen. Ne? Und da merkt man schon, dass dieser Publication Bias jetzt einerseits dazu führt, dass eben besonders signifikante Ergebnisse hier drüben häufig publiziert werden und eben, was wir eben schon gesagt haben, dass die Ergebnisse, die eigentlich eher falsifizieren und Theoriegebäude zum Einsturz bringen könnten, dass die unterrepräsentiert sind. Und ausgerechnet einer bricht hier aus und das ist ein Indiz für Manipulation durch Forscher. Das ist kein Beweis, ne? Das ist ja nur so eine Untersuchung in ein paar Journals gewesen. Aber ich finde das Bild eigentlich ganz beruhigend, komischerweise. Erstmal könnte man sagen, es ist ja echt scheiße, dann gibt es ja wirklich wahrscheinlich Leute, die manipulieren und uns mit also Junk Science vollmüllen. Aber warum finde ich das beruhigend, dieses Bild? Weil es existiert. Warum ergänzen Sie das? Es lässt sich beweisen, ja, das nicht. Es ist nur ein Indiz. Es könnte auch irgendwie wie auch da ein Messfehler sein. Es könnte sogar sein, dass die Leute, die diese Studie gemacht haben, das unbedingt zeigen wollten und das dahin manipuliert haben. Who knows? Ja, man macht sich Gedanken darüber und man versucht es zu erforschen. Man nennt das Metaforschung oder Meta-Science. Es hat sich in den letzten 10 Jahren also so ein ganz neues Forschungsfeld aufgetan, wo Forscher sich selbst mit sich selbst beschäftigen, mit Forschung an sich und wo Systemfehler sind und wie man die womöglich beheben kann. Das ist doch total beruhigend, finde ich. Ja, so nervenaufreibend dieses Thema sein kann. Ja. Hacking, kennen Sie das auch schon? Ja, die Hypothese wird entweder nach dem
Durchsehen des Ergebnisses erst aufgestellt oder modifiziert. Vielleicht war schon vorher eine da, aber dann biegt man sie sich so zurecht, dass sie zum Ergebnis passt. Das ist so, als wenn Sie zu einer Pferdewette gehen, das Pferderennen stattfinden lassen, Pferd 7 gewinnt und dann gehen Sie zur Kasse und sagen, ha, ich wusste es, Pferd 7 hat gewonnen, ich will mein Geld, ich habe es vorher gewusst. Es geht nicht, weder in der Pferdewette noch in der Forschung. Ne? Das ist Unsinn, machen Sie das nicht. Sobald Sie die Daten auch nur ganz bisschen angeguckt haben, dürfen Sie an Ihren aufgestellten Hypothesen nichts mehr drehen. Was Sie natürlich dürfen, ist sich die Daten angucken und dann Hypothesen erstellen und dann dazu sagen, dass die hinterher entstanden sind. Das ist ja explorative Datenanalyse. Das dürfen Sie, das müssen Sie nur dazu sagen. Sie dürfen nur nicht sagen, ich habe es schon vorher gewusst, weil dann belügen Sie sich wahrscheinlich selbst und die ganze Welt. Phishing. So lange suchen, bis man was findet, auf Deutsch. Ja, gucken Sie sich mal diesen Comic an. Jelly Beans cause Acne. Wah, investigate. But we are playing Minecraft. Ah, fine. We found a link between jelly beans and acne. P-Wert größer 0,05. Ah, no. Ja, genau. Das ist kein signifikantes Ergebnis, wenn der P-Wert größer 5% ist. Okay, haben wir nicht gefunden. Also lassen wir das. Hey, doch. Das ist auf jeden Fall so. Guck mal bei verschiedenen Farben nach. Hier bei Purple. Ja, wenn Sie Purple Jelly Beans essen, dann gibt es bestimmt Akne. Nee, auch nicht. Doch, wenn Sie braune Jelly Beans machen Akne. Nee, auch nicht. Pinke? Nein, auch nicht. Sie probieren alle Farben durch. Irgendwann findet man automatisch irgendwas aus reinem Zufall. Das Universum ist leider so gebaut. Es lässt Dinge zufällig geschehen. Und am Ende ist dann diese Schlagzeile, ja, grüne Jelly Beans machen Akne. P-Wert war kleiner, 5%. Der P-Wert sagt aber schon automatisch aus, dass 5% der Fälle rein aus Zufall signifikant werden. Das heißt, wenn Sie 20 Mal ausprobieren, ist im Schnitt dann immer schon ein Ergebnis dabei, was rein aus Zufall signifikant geworden ist. Ja, 20 Experimente ist nicht viel. So ein Forscher, der kann mal ganz schnell am Tag schon 20 P-Werte produzieren für einen einzelnen Datensatz. Und dann ist da automatisch schon ein P-Wert dabei, der uns belügt. Und das multiplizieren Sie jetzt mal über viele Jahre, viele Forscher. Ganz klar, dass vollautomatisch ganz viele unsinnige Ergebnisse bei Forschung bei rauskommen. Zumindest wenn wir so einen recht lockeren P-Wert von 5% benutzen. Ne? Dann ist automatisch rein schon durch Zufall eine von 20 Forschungsarbeiten Unsinn. Deswegen kann man überlegen, zieht man da die Zügel strenger an, nimmt man doch vielleicht nicht 5%, sondern 1% oder 0,1%. Das hat dann aber auch wieder Nachteile, werden wir uns darüber unterhalten müssen. Es geht nicht einfach so. Man muss immer abwägen. Ja? Häufig ist es durchaus irgendwie möglich, zumindest ein bisschen kleiner zu gehen als 5%, aber manchmal ist es auch gar nicht notwendig. Man muss es abwägen, je nachdem, was für ein Thema man eigentlich gerade erforscht. Davon muss man es abhängig machen. Hier sehen Sie eine Zusammenfassung von Dustin Fife. Ich wollte Ihnen das einfach mal verlinken. Der ist ein ganz schöner Knüller auch auf diesem Forschungsgebiet, finde ich. Ist selbst Psychologe und eben Statistiker. Irgendwie ist der Link jetzt da. Doch, da unten. Da, ne? Können Sie auch mal das Paper nachlesen. Und in diesem Paper, da hatte ich dieses Schaubild gefunden. Das fand ich total cool. Das fasst so ein bisschen zusammen. Wo ist eigentlich EDA? Wo ist CDA? Und wo befinden sich hier P-Hacking und Harking und Phishing und so? Auf diesen beiden Achsen. Hier ist noch so eine Theory- und Data-Driven-Achse. Ich wollte es nur für die Interessierten mal irgendwie hier so hinpacken. Da gibt es also wirklich ja, Forschung zu. Und gucken Sie sich das mal an, wenn Sie Bock haben. Und in dem Paper geht es dann natürlich auch um Gegenmaßnahmen. Na, das habe ich da unten auch noch kurz notiert. Also zum Beispiel haben Sie was von Pre-Registration gehört. Also wenn man seine Hypothesen zum Beispiel, unter anderem seinen ganzen Forschungsplan eigentlich vorher veröffentlicht.
sodass alle gucken können, wie war denn der Forschungsplan und hat er den eingehalten oder hat er hinterher an seinen Hypothesen gedreht. Das ist aber keine Silver Bullet. Was mitunter passiert, seitdem Vorregistrierung oder Pre-Registration so populär geworden ist, ist, dass Leute ihre Daten einsammeln, dann sich die Hypothesen überlegen und dann die Vorregistrierung machen und alles vordatieren. So. Ja? Also die machen dann die Vorregistrierung, tun so, als hätten sie noch keine Daten gesehen, warten dann ein halbes Jahr, sodass das glaubwürdig ist und veröffentlichen dann die Ergebnisse, die natürlich 1a, die H1 in dieser Vorregistrierung auch bestätigen. So weit führt dieser verdammte Publikationsdruck mitunter. Ja, ich weiß nicht, wie oft, ja, ich will das auch nicht dramatisieren, aber passiert. Ja. Und das Ganze hat zur Replikationskrise geführt. Und haben Sie hier sonst nochmal verlinkt, auch den 2011er, das 2011er Paper, was dann 100 Replikationen gemacht hat, von denen dann nur 40 bestätigt werden konnten. Und ich habe mir da so einen Kopf zugemacht, ich habe dann das da draus gebacken. Und zwar, was Sie jetzt hier erstmal sehen, ich habe mir mal überlegt, wieso, oder die Frage, die mich umgetrieben hat, wieso sind denn jetzt nur 40 von diesen 100 Studien bestätigt worden in dieser groß angelegten Replikationsstudie. Das ist ja verdammt, das heißt ja 60% war irgendwie Unsinn. Das sind doch nicht 60% der Forscher Stümper und Manipulateure. Das kann irgendwie nicht sein. Und um sich das klar zu machen, woran das eigentlich liegt, dass so viel nicht repliziert werden konnte, habe ich dieses Schaubild hier. Und da stecken auch so ein paar Grundbegriffe für die schließende Statistik drin, die Sie unbedingt drauf haben müssen. Habe ich erstmal also zwei so Felder aufgemacht. Einmal dieses linke Ding, das sollen also alle Hypothesen sein, die eigentlich Unsinn sind. Und hier drüben, das soll ungefähr gleich groß sein, dieses Feld. Ja, also dieses ganze Ding von oben bis unten, egal ob rot oder blau, das sollen alle Hypothesen sein, die stimmen. Und habe gedacht, stimmt das gar nicht so genau, aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt über alle Forscher auf der ganzen Welt hinweg, wenn die so eine Hypothese aufstellen, dann ist vielleicht wirklich einfach die Hälfte Unsinn und die Hälfte wird stimmen. Ja? Klingt das plausibel? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es vom Verhältnis auch anders. Vielleicht werden auch mehr korrekte Hypothesen aufgestellt als Unsinnshypothesen. Aber nehmen wir mal an, das sei so. Hälfte, Hälfte. So, dann gibt es ja jetzt zwei Möglichkeiten. Falls die Hypothese in Wahrheit Unsinn ist, dann kann das sein, dass Sie mit Ihrer statistischen Analyse, mit Ihrer schließenden Statistik dann herauskriegen, dass die Hypothese doch stimmt. Dann haben Sie einen Fehler gemacht. Das ist das Rote hier oben. Wir gucken uns diese Fehler gleich nochmal genauer an. Welche kann man machen? Und welche führen dann womöglich eben dazu, dass diese Hypothese, die eigentlich Unsinn ist, von meinem statistischen Test doch anders gesehen wird, ja, dass ich ein Indiz habe, dass die eigentlich stimmt. Das ist dieser rote Bereich. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele, das ist hier dieser blaue Bereich, Forschung, wo Hypothesen untersucht werden, die gar nicht stimmen und auch herauskommt, dass die gar nicht stimmen, wo ich also ein Indiz für die H0 R gefunden habe. Und da habe ich jetzt auch die Annahme gemacht, dass das auch so 50-50 sein wird. Ja. Also hier unten das Blaue, korrekt negative Ergebnisse nennt man das auch. Vor allem in der Medizin ist das so ein Begriff. Und das hier drüben, das sind die falsch positiven Ergebnisse. Das ist so, wie wenn Sie einen Corona-Test machen, der zeigt Ihnen an, dass Sie Corona haben, aber Sie haben gar kein Corona. Das ist das Rote. So, und wie kann das passieren, dass in Statistik also ein falsches Ergebnis rauskommt? In JASP. JASP zeigt mir jetzt ein Ergebnis an, aber das stimmt gar nicht. Ich werde es nie erfahren. Ich glaube dem Ergebnis einfach. Ja. Aber tun wir mal so, als würden wir es jetzt erfahren, dann könnte das ja an diversen Gründen liegen. Einfach der Zufall könnte zugeschlagen haben. Rein zufällig, irgendwas ist komisch, hat sich im Universum verdreht und rein zufällig habe ich die Leute befragt, und die Ergebnisse erhalten und so gemessen, dass die Hypothese 1
bestätigt wird, obwohl sie Unsinn ist. Das nennt man Alpha-Fehler. Wenn Corona-Test anzeigt, ich habe Corona, aber ich habe gar kein Corona in echt. Ja? Falsch positiv. Und das passiert auch mit statistischen Tests. Ne? Dann sagt der P-Wert, ja, hier ist was signifikant, aber das stimmt gar nicht. So, und da habe ich mal angenommen, von der Menge her ist das dieser Bereich. Und dann habe ich weitere Fehler überlegt. Welche gibt es noch? Die habe ich mir nicht ausgedacht, die stehen so in der Literatur. Ne? Messfehler, klar. Mein Messinstrument in der Psychologie ist häufig ein Fragebogen, der misst falsch. Auch das kann dann dazu führen, dass ich etwas bestätige, was gar nicht so ist. Dann, was haben wir noch? Stichprobenfehler. Das ist, wenn ich keine repräsentative Stichprobe habe oder irgendwie so eine homogene Stichprobe ziehe, wo irgendwie die so gleichdenkenden Leute drin sind, über die ich auch schon denke, dass es bei denen so ist, und dann ist es auch so, und dann wird es bestätigt, aber in der Grundgesamtheit ist es gar nicht so. Also, es kann sein Zufall, es kann sein Messfehler, es kann sein Stichprobenfehler. Oder es kann auch sein Manipulation. Haben wir ja nun gerade gehört, warum wird so viel manipuliert, um ein Ergebnis signifikant zu kriegen wegen diesem Publication Bias. Das ist also auch ein relativ großer Bereich. Ich habe den sogar so ein bisschen größer gezogen. Und wenn das dann so ein bisschen doller eingefärbt ist, dann gehe ich davon aus, dass diese Arbeiten auch publiziert werden. Ja, gerade jemand, der sich da reinhängt, sogar sein Ergebnis zu manipulieren, der wird dann auch sich ganz doll darum kümmern, dass das publiziert wird. Er hat einen ganz besonders großen Antrieb. Und hier unten sind aber auch noch, bleibt natürlich immer was auf der Strecke, was den Review nicht passiert und nicht publiziert wird. Das sind diese hellen Farben. Also so ein bisschen wird nicht publiziert, hier aus jedem Feld habe ich gedacht, das wird nicht publiziert. Aber das wird publiziert, diese Menge. Und hier, weil das Falsifikationen sind, werden da sehr viele nicht publiziert, obwohl es stimmt, aber fühlt sich halt nicht so schön an. Und wir haben den Publication Bias, der die Publikation verhindert. Und hier wird nur so ein bisschen von publiziert. Und das Blaue ist ja das Gute, was publiziert wird. Und das Rote ist die Junk Science, die publiziert wird. Da merken Sie schon mal, es ist ein Riesenmissverhältnis. Es wird viel mehr Junk Science auf dieser Seite publiziert, als auf dieser. Genau, es wird viel mehr Junk Science publiziert als gute Wissenschaft. Wenn man sich nur den Pool der Hypothesen anschaut, die eigentlich Unsinn sind. Und wie ist es jetzt auf der anderen Seite? Hier habe ich ja genauso einen großen Pool an Hypothesen, aber die stimmen. Und jetzt gibt es hier aber auch Fehler, natürlich die gleichen Fehler wie hier drüben. Zum Beispiel kann ich rein aus Zufall ein Ergebnis haben, das negativ ist. Obwohl eigentlich die Hypothese stimmt, habe ich also ein Indiz für die H0 gefunden. Und das nennt man Beta-Fehler. Das ist genau das Gegenteil vom Alpha-Fehler. Auch aufschreiben, unbedingt Beta-Fehler. Corona-Test, wie funktioniert das da? Ganz genau, man hat einen negativen Corona-Test, aber das ist falsch, das Testergebnis ist Unsinn, Sie haben doch Corona. Da merken Sie schon, diese Fehler können ganz schön schlimm sein. Jetzt gehen Sie rum auf eine Party, stecken alle an. Ach du Scheiße, Beta-Fehler ganz schön schlimm. Alpha-Fehler kann auch schlimm sein und wir werden uns darüber unterhalten müssen, immer wieder, welcher ist eigentlich schlimmer? Alpha-Fehler oder Beta-Fehler? Oder gibt es eine Situation, wo ich das auch nicht beurteilen kann? Das ist häufig sogar. Ja, die können auch gleich schlimm sein. Aber wir müssen uns dazu Gedanken machen, weil das Einfluss hat auf unsere Ergebnisse in der schließenden Statistik. So, also das war wieder der Zufall. Das ist wieder diese Ecke. Da wird rein zufällig etwas nicht bestätigt, obwohl es stimmt. Dann wieder Messfehler, Stichprobenfehler, das gleiche Gedöns. Dann auch wieder Manipulation, aber hier deutlich seltener. Sie sehen, ich habe mir gedacht, okay, das kann jetzt, hier wird nicht so viel manipuliert, weil Publication Bias ja existiert. Warum sollten Sie ein Ergebnis, was eine Hypothese bestätigt, manipulieren, dass sie nicht bestätigt wird? Warum sollte man das tun? Jemand eine Idee? Gibt es auch. Ja, so, Sie hassen den anderen Forscher, Sie wollen dem einen reinwürgen, der Forscher hat gesagt, diese Hypothese stimmt, hat die bestätigt, und jetzt gehen Sie daran, replizieren die Studie, manipulieren die so, ha, du doof, hab dich widerlegt.
Aber in Wirklichkeit war man selber doof, weil man da manipuliert hat natürlich. Ja, das gibt es auch, aber wahrscheinlich seltener, war jetzt einfach meine Annahme. Und Sie sehen, diese Leute hängen sich auch wieder mega rein, das zu publizieren. Deswegen hier dieses dunklere Rot. Und hier gibt es auch so ein bisschen Publikation, aber insgesamt gibt es nicht so viel Publikation hier in diesem oberen Bereich. Warum? Weil es ja wieder Falsifikationen sind, die nicht populär sind zu publizieren, wo der Publication Bias wieder dagegen drückt. Und sagt, ach, das brauchen wir gar nicht publizieren. Ist ja eh ein negatives Ergebnis. So. Und hier unten, bei der guten Forschung, da geht das wieder genau umgekehrt. Ne? Also dann gibt es hier wieder Forschung, die natürlich korrekt verifiziert wird, wo der statistische Test sagt, jawohl, das ist signifikant und das stimmt auch noch. Ja? Und das wird natürlich auch gerne und viel publiziert. Und dann gibt es aber natürlich hier auch einen Bereich, der nicht publiziert wird, dieser hellere Bereich. Warum? Ja, weil auch da natürlich Hürden bestehen. Es kann nicht alles publiziert werden. Ja. Und ich habe mir so überlegt, wer sind denn noch die ehrlicheren Forscher? Wer hat denn noch nicht so einen Publikationsdruck? Das sind vor allem so die jungen Forscher. Ja, je älter sie werden in ihrer Forschungskarriere, desto mehr Verantwortung tragen sie dann wieder auch womöglich für jüngere Forscher, die bei ihnen angestellt sind, die von ihren Forschungsgeldern abhängig sind, sonst verlieren die ihren Job. Dann haben sie noch mehr Publikationsdruck. Das heißt, je höher in der Hierarchie, desto eher, rein theoretisch, jetzt meine Hypothese so, ne, desto eher haben sie Druck zu manipulieren. Und die jüngeren Forscher manipulieren noch nicht so viel, aber die haben dann dafür eben, machen auch noch mehr Fehler und dann fliegen die öfter durch den Review durch. Und deswegen habe ich gedacht, ja, hier wird ein größerer Teil nicht publiziert von den ehrlichen, korrekten Arbeiten. Einfach weil das viel auch junge Forscher sind, die zwar ehrlich arbeiten, aber noch irgendwie methodische Schwächen drin haben und so und deswegen durch den Review fliegen und wo es deswegen nicht publiziert wird. So, und jetzt, wenn man sich das ganz Bild jetzt wieder anschaut, ich wollte darauf hinaus, warum ist dieser Anteil 60 zu 40 gewesen? 60% konnte nicht repliziert werden, 40% konnte repliziert werden. Und das können wir jetzt hier sehen, ungefähr. Gucken Sie mal nur die Flächen an, die so dunkler eingefärbt sind. Dann sehen Sie hier, so viel wird korrekt publiziert, Forschung, die auch wirklich stimmt. Und so viel wird Kram publiziert, der gar nicht stimmt. Und das ist ja ungefähr so 50-50. Das ist jetzt nicht 60-40, genau wie in der Replikationsstudie, in dem Reproducibility Project hieß das, ne? Aber es ist so gar nicht so weit weg davon. Es ist vielleicht so 50-50 ungefähr. Klar, diese beiden können Sie noch dazu zählen jeweils. Das ist auch noch die gute Forschung, die publiziert wird. Und das ist auch noch Junk Science, die publiziert wird, dieser Streifen. Aber das macht nicht mehr viel, den Braten nicht fett. Ne? Es bleibt immer noch etwa bei 50-50 allein in diesem Bild. Und ich muss also zugeben, das habe ich mir auf so einer Zugfahrt irgendwie überlegt und dann so ein bisschen zurechtgeschoben, dass das ungefähr so hinkommt. Um mir selber zu erklären, wie kann das denn sein, dass es so viel ist. Ne? Und es kann jetzt gut sein, dass hier, was die Anteile angeht, recht grobe Fehler auch noch drin sind in diesem Bild. Ja, diese Annahme, dass 50% der Hypothesen, die aufgestellt werden, Unsinn sind, 50% sind korrekt und so. Das sind so Annahmen, die ich so vollkommen aus dem Bauch heraus gemacht habe, wo ich auch nicht davon weiß, dass es dazu überhaupt Forschung und andere Annahmen gibt. Es gibt wahrscheinlich Forschungsarbeiten, aber die habe ich noch nicht gelesen. Also das muss ich einschränkend zu diesem Schaubild dazu sagen. Aber vielleicht hilft es so ein bisschen, die Proportionen auch für Sie deutlich zu machen, warum das womöglich mal so passieren kann, dass so viel Müllforschung dabei ist. Und wir haben ja als eine Ursache jetzt diesen Publication Bias hauptsächlich diskutiert. Und es gibt natürlich viele weitere Ursachen, die zu diesem Missverhältnis führen. Das, ja. Es gibt sogar einen Forscher, Ioannidis, 2005, haben Sie das Paper auch diskutiert in Forschungsmethodik. Der hat ganz reißerisch, dessen Mediziner, der Titel war Why Most Science is, oder Why Most Publications are Wrong oder sowas. Ah, ich habe den Titel vergessen. Ja, aber also auf Deutsch, warum die allermeisten Forschungsergebnisse Unsinn sind. Und dazu hat er auch
ja, hat er ein sehr theoretisches Paper geschrieben, das geht ein bisschen über meinen Horizont hinaus. Aber hinten diese Zusammenfassung, die kann man super lesen, die empfehle ich auch mal. Und da argumentiert er auch mit allen möglichen Dingen. Teile davon habe ich übernommen für meine Argumentation hier. Zumindest das, was ich glaube, verstanden zu haben. Der ist eins von diesen Genies, was man nicht so unbedingt ganz einfach verstehen kann. Ioannidis 2005. Auch sehr streitbar, auch nicht unumstritten und sicherlich sehr reißerisch, diese These, dass die meisten Forschungsergebnisse Müll sind. Ja? Aber ja, wird immer wieder diskutiert, diese Arbeit. Und, ja, das ist korrekt nach meinem Verständnis. Also die Idee ist, dass ich nicht verschiedene Farben von Jelly Beans durchteste, sondern immer grüne Jelly Beans. Und immer an neuen Probanden natürlich. Das ist ganz wichtig. Ich brauche immer neue Patienten, die sich auch mit Jelly Beans testen lassen. Das wird tatsächlich mitunter auch gemacht auf diese Art und Weise. Es gibt sogenannte Many Labs. Da gibt es also Forschungsthemen, die manchen Forschern so unter dem Nagel brennen, dass die sich organisieren weltweit. Dann wird an diversen Universitäten auf der Welt, schließt man sich zusammen und sagt, wir untersuchen alle jetzt diese Jelly Beans, Herr Dienig, aber ne, so im übertragenen Sinne, damit die an genug Probanden rankommen. Und jetzt ist es natürlich so, wie Sie sagen, wenn jetzt an 90 von 100 Universitäten ein signifikantes Ergebnis rauskommt für grüne Jelly Beans, dass die Akne produzieren, dann ist man natürlich sicherer, dass das auch wirklich stimmt, als wenn das nur an 10 von 100 Unis rauskommt. Dann würde man wahrscheinlich eher sagen, das ist falsifiziert, das sind 10 Zufallstreffer. Man minimiert diesen Alpha-Fehler dadurch zwar nicht, aber man begrenzt ihn auf diese festgesetzten Prozent quasi. Ja? Der Statistiker sagt dann auch immer gerne, der Alpha-Fehler wird kontrolliert. Na, das ist das Gleiche wie zu sagen, er wird begrenzt. Genau, also die Idee ist, dass die Stichprobe durch das Wiederholen der ganzen Tests an verschiedenen Unis wächst und das ist auch korrekt. Und es ist auch so, dass wenn das da eine gewisse Abhängigkeit zwischen Alpha-Fehler und Stichprobengröße besteht, das werden wir auch im Kapitel der Stichprobenplanung uns anschauen. Da gibt es sogar ein extra Programm für. Die Hoffnung ist, dass über viele Tests hinweg sowas wie Messfehler, Stichprobenfehler, die sich ausgleichen. Es muss aber nicht so sein, die können sich auch aufstapeln. Genau, aber das ist ein schöner Gedanke und ich hoffe da auch immer auf das Beste. So, was stecken hier noch für Begriffe drin? Ich habe Ihnen bisher vor allem einen Hinweis gegeben bezüglich Beta-Fehler und Alpha-Fehler hier. Dann gibt es noch Fehler erster Art. Alle diese Fehler hier zusammen sind der Fehler erster Art. Also immer, wenn ein falsch positives Ergebnis von Ihrem Corona-Test ausgegeben wird, sagt, du hast Corona, aber du hast gar kein Corona. Und das kann ja an verschiedenen Dingen liegen, am Zufall. Daran, dass ein Messfehler vorliegt, dieser Corona-Test ist verunreinigt, ja? Oder ein Stichprobenfehler, was jetzt aufs Corona-Beispiel kann ich das nicht transferieren gerade, und so weiter. Und eine Manipulation, Sie können Ihren Corona-Test auch manipulieren, na klar. Mit dem Daumen draufhalten, wo der Strich ist. Ja, Augen zumachen. Alle diese Fehler gemeinsam, ist der Fehler erster Art, auch ein wichtiger Begriff. Ja? So, und dann gibt es aber auch natürlich das Gegenstück. Die korrekt negativen Ergebnisse. Es gibt nicht nur Fehler, es gibt auch immer was, wo man was korrekt macht. Hier auch. Ne? Fehler zweiter Art ist dann hier drüben. All diese Fehler gemeinsam sind der Fehler zweiter Art bei einem falsch negativen Ergebnis. Und dann gibt es aber auch noch das korrekt positive Ergebnis. Und dann gibt es hier aber nicht irgendwie so korrekt erster Art, korrekt zweiter Art oder so. So nennt man das nicht. Ich weiß auch nicht. Hätte man machen können, sicher. Sondern es haben sich irgendwie noch so andere Begriffe im Rahmen der Statistik gefunden, nämlich die sogenannte Power. Die hängt direkt mit diesen korrekt positiven Ergebnissen zusammen. Und zwar ist die Power, sehen Sie hier unten, 1 minus Beta. Ja, also wenn man von 100%, 1 ist quasi 100%, wenn man da den Beta-Fehler abzieht, wie groß auch immer der dann ist, dann erreicht man die Power. Und die Power ist auch ein ganz wichtiges Konzept in der Statistik. Das ist die Chance, dass Sie einen Effekt als signifikant entdecken, wenn er auch wirklich existiert. Oder auf ein Medikamentenbeispiel bezogen, die Chance, dass Sie entdecken, dass das Medikament wirkt, wenn es auch wirklich wirkt. Es kann ja auch aus Versehen mal gewirkt haben bei den drei Personen, die Sie untersucht haben. Aber beim Rest wirkt es im Schnitt nicht. Ja? Falsch positives Ergebnis. Aber die Chance für ein korrekt positives Ergebnis, das ist eben quasi die Power.
Die Power ist ein Konzept, was eigentlich nur existiert, bevor das Ergebnis auf Ihrem Bildschirm aufgeflackert ist. Ja, Sie können ja nur eine Chance auf ein korrektes Ergebnis haben, wenn Sie noch kein korrektes Ergebnis haben. In dem Moment, wo Sie ein korrektes Ergebnis haben, haben Sie keine Chance mehr. Dann ist es ja da. Das ist so ein bisschen komisch. Ja, man sagt auch, die Power ist ein a priori Konzept. A priori, wer weiß noch, was das heißt? Vor der Datenerhebung. Ja, post hoc ist nach der Datenerhebung. Ne? Post hoc gibt es die Power gar nicht mehr so richtig. Das ist ein bisschen komisch. Zumindest lese ich das immer so bei Deborah Mayo auf ihrem Blog. Philosophisch irgendwie dieses Thema manchmal. Wann existiert eine Wahrscheinlichkeit oder eine Chance überhaupt und wann existiert sie nicht mehr? Und ja, aber das ist so, wie ich es derzeit verstehe. Und ich hoffe, die Kollegen Klöckner und Knabe auch. Wir reden auch manchmal drüber. Aber meistens reden wir über das Konfidenzintervall. Korrekt negative Ergebnisse gibt es hier drüben und da ist auch noch ein wichtiger Begriff mit verknüpft, nämlich die Spezifität. Weiß nicht, ob man das hier unten lesen kann. Ja, Spezifität, das ist quasi das Gegenstück von der Power, das ist auch was Gutes. Man will viel Power, man will viel Spezifität, die Fehler will man ja eher nicht. Und die Spezifität lässt sich auch sehr einfach berechnen, nämlich als 1 minus Alpha, also 100% minus zum Beispiel, wenn Sie 5% für Alpha gesetzt haben, dann haben Sie eine Spezifität von 95%. Also das ist das Schöne, Power und Spezifität lassen sich sehr einfach berechnen, aber als gedankliche Konzepte sind sie nicht ganz ohne. Das ist so, was ich zu diesem Wahnsinnsschaubild erzählen wollte. Sie haben ein paar Fachbegriffe kennengelernt, die ganz essentiell sind und wir können noch ein bisschen weitergehen. Ah, hier haben Sie es nochmal ein bisschen bildlicher, also hier nichts Neues zu sehen, sondern nur mal ein anderes Beispiel als Corona-Test. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger, aber das stimmt gar nicht. Ne? Das ist ein falsch positives Ergebnis. Der macht also gerade den Alpha-Fehler, der Arzt. Und die Ärztin macht den Beta-Fehler und sagt, Sie sind nicht schwanger. Falsch negatives Ergebnis. Ne? Vielleicht ist es eine nette Eselsbrücke. Es ist irgendwie witzig. Das haben mal Studenten aus Winter 17.4 mir geschickt. War ich total dankbar, weil vorher hatte ich nie so was Bildliches für diese Fehler, bis Corona kam. Da war immer der Corona-Test das Beispiel. Das wussten immer, haben alle sofort verstanden. Ja, hier haben sie halt mal ein anderes und genau, das habe ich auch mal gemalt, irgendwie, das ist auch noch mal, das sind nochmal die gleichen Konzepte, nochmal ein anderes Bild dazu und hier halt nicht nur die beiden Fehler, ja, also sie ist die Forscherin, sie macht einen statistischen Test, indem sie durch ein Fernglas guckt und sieht, ah ja, er hat Spaß, aber hat er gar keinen Spaß, sieht man ja, ne? Ah, das ist hier der Alpha-Fehler auch, falsch positiv. Und hier auch wieder ein Fehler. Und hier sind aber auch die beiden Treffer mit eingemalt. Deswegen habe ich das auch noch in den Folien gelassen. Also wenn man richtig liegt, quasi, ne, hier dieses Power-Ding, wenn man richtig positiv liegt und sie sagt, ja, der hat Spaß und da hat er auch, sieht man, ne? Und die Forscherin sagt, nee, hat keinen Spaß und auch das stimmt. Auch ein Treffer, Spezifität. Da haben sie das auch nochmal. Also die vier Situationen, in denen können Sie sich wiederfinden. Am Ende der schließenden Statistik sagt man ja häufig so jetzt, ich glaube eher der H1 oder ich glaube eher der H0. Und eins von diesen Vieren passiert dann. Ja? Signal-Rausch-Verhältnis. Ja, das macht diese ganze Sache mit dem Effekt vielleicht auch nochmal ein bisschen bildlicher, ein bisschen klarer. Und es macht Ihnen vielleicht jetzt auch schon mal so grob, gibt Ihnen eine Idee, wie P-Werte sich berechnen. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist sozusagen eine Art Grundlage für eigentlich nicht direkt für P-Werte, aber ja, auf dem Weg dahin. Nehmen wir mal an, jetzt wieder dieses Corona-Testing. Sie machen diesen Corona-Test und der zeigt Ihnen diesen Strich, dass Sie Corona haben. Das ist das Signal, dieser Strich. In der Statistik würden Sie nach einer Korrelation suchen und Sie finden eine Korrelation, Pearsons R gleich 0,8. Das ist Ihr Signal. Aha, da könnte was sein. Achtung, Achtung. Weiterforschen. So. Und Sie wollen natürlich ein starkes Signal. Und dann gibt es aber auch immer das Rauschen. Das Rauschen ist die Variabilität der Daten. Ne? Das ist immer, wenn die Daten so rauf und ab gehen. Warum machen die das? Ja, weil Leute verschieden sind. Sie fragen immer Menschen und der eine tickt so, der andere tickt so. Das führt zur Variabilität oder Varianz, kann man ja auch sagen, ist das Gleiche von der Idee her. Und das ist das Rauschen und das versaut Ihnen Ihr Ergebnis. Das versaut Ihnen so Ihren direkten Blick auf das Signal. Das ist jetzt wie, als wenn so Nebel wäre und Sie können nicht so richtig auf diesen Corona-Test gucken. Sie können also auch vielleicht, wenn wir bei dem Nebelbild bleiben, sagen, das Signal ist der Leuchtturm, das Leuchtfeuer und
Das Rauschen ist der Nebel. Und jetzt passiert mathematisch etwas ganz Simples. Es wird Signal berechnet, wie stark das ist. Das können Sie aus Statistik 1 schon. Sie können Effekte berechnen, eine Korrelation können Sie berechnen oder ein Cones D. Und das teilen Sie durch das Rauschen. Ganz simple Formel. Signal durch Rauschen teilen. Und etwas professioneller ausgedrückt, Effekt teilen durch Standardfehler. Der Standardfehler misst nämlich das Rauschen und der Effekt misst das Signal. Das ist dann, ja, das könnte man Signal-Rausch-Verhältnis nennen. Und jetzt glauben Sie mal, ab welchem Verhältnis wird denn wohl so ein Signal als signifikant bezeichnet? Wie viel stärker, glauben Sie, muss das Signal sein gegenüber dem Rauschen? Wenn jetzt, ich frage mal ein bisschen anders. Wenn das Signal 1 wäre und das Rauschen 1, die werden also beide gleich stark, würden Sie dann von einem signifikanten Ergebnis sprechen? So, wenn Sie dann Ihrem statistischen Test glauben, wenn Korrelation genauso stark ist wie Standardfehler, wer würde dem glauben? Machen wir es mal anders, wir verdoppeln die Stärke des Signals. Das Signal ist jetzt doppelt so stark wie das Rauschen. Da geht es schon los. Also 20% wäre so ein Verhältnis so von 5 zu 1 etwa. Ja? Ja, kann man auch machen. Aber tatsächlich wird schon ab einer Verdopplung häufig von einem signifikanten Ergebnis gesprochen. Das entspricht dann nämlich in der Regel einem Alpha, also ist jetzt sehr grob gerundet alles, aber einem Alpha von 5%. Da brauchen Sie dann nur ein Signal-Rausch-Verhältnis von 2 zu 1. Ist nicht viel. Und schon jubelt der Forscher und sagt, hey, ich kann es publizieren. Genau, also was Sie wollen für ein signifikantes Ergebnis ist, ne, dass das Signal groß ist, das Rauschen klein und umgekehrt, wenn das Signal klein ist und das Rauschen groß, dann kriegen Sie eben keinen signifikanten Effekt und haben vielleicht, können es eher interpretieren als ein Indiz für die H0. Ja, klar, die beiden Möglichkeiten gibt es. Und jetzt habe ich Ihnen auch endlich noch mal ein paar Bilder mitgebracht. Mag ich immer am liebsten. Und hier sehen Sie das Signal-Rausch-Verhältnis. Was ist hier das Signal? Na, die Peaks, was raussticht aus dem Bild. Das ist das Signal. Und das Rauschen, das ist so hier dieses kleine Auf und Ab von den anderen Ländern, die nicht so rausstechen. Das ist die Variabilität, die Varianz, der Standardfehler, wie auch immer Sie das nennen wollen, oder eben das Rauschen. Und dann haben Sie ein Signal. Tack, tack, tack. Luxemburg ist hier. Deutschland sticht gar nicht so doll raus, ne? Aber die Schweiz sogar so ein bisschen, dann die USA, was ist das hier, TT, Trinidad Tobago vielleicht, ist das ein Staat? So, und dann sehen Sie, ah ja, okay, was ist denn das hier überhaupt, das sind High Income, also diese Hellen, das ist High Income und bei denen ist klar, ein klares Signal, also es scheint das zusammenzuhängen und zwar was, das sehen Sie hier oben, je höher der Balken ist, desto mehr CO2-Ausstoß. Ja, da kommt wieder der Klimaforscher lang. Also die reichen Länder produzieren deutlich mehr CO2. Reichtum und CO2-Produktion scheinen also positiv zu korrelieren. Je mehr Reichtum, desto mehr CO2-Produktion. Das ist ein klares Signal. Das Rauschen ist recht gering. Und ich wage zu prophezeien, wenn Sie diese Korrelation berechnen und durch Ihren Standardfehler teilen, dann kommt ein P-Wert kleiner 5% raus. Das sehe ich quasi schon in dem Bild, ohne zu rechnen. Und ich habe direkt ein Verständnis dafür, warum der P-Wert kleiner 5% ist und was der mir sagt. Nämlich, dass das hier wahrscheinlich ein signifikanter Effekt ist. Ob der kausal ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Das können wir weiter nicht beantworten. Ne? Gerade hier nicht, weil das können wir nicht experimentell untersuchen. Wir müssen dafür Länder arm und reich machen und dann gucken, was sich verändert im CO2-Ausstoß. Das kriegen wir nicht hin. Ne? Nicht als Experiment. Weiteres Signal. Das fand ich auch total interessant. Auch etwas Selbstverständliches eigentlich, aber es ist trotzdem cool, das so stark zu sehen. Und zwar sehen Sie das hier, einmal sehen Sie das Alter von Personen und wann Sie Ihr erstes Kind kriegen. Da fand ich so krass, es gibt hier, das ist aus den USA, gab hier schon Leute, die mit 12 ihr erstes Kind gekriegt haben. Aber nicht viele, die meisten in diesem Altersbereich. So zwischen 20 und 30, logisch. Das zweite Kind, das geht dann auch schon mit 12 los oder das dritte Kind hier mit 13. Ich war total geschockt. Vierte Kind mit 15, fünfte Kind mit 16, gibt es alles, ne? Aber nicht oft. Also das Signal ist eigentlich hier, ne? Klar, das Signal ist da, wo viele sind.
Und was wir auch sehen, ist, dass es klar abnimmt. Das sind hohe Balken. Also viele kriegen ein erstes Kind. Viele kriegen auch noch ein zweites Kind, aber später. Dritte Kind wird schon seltener, vierte Kind wird noch seltener. Ne? Das Signal nimmt ab. Ne? Und es gibt auch gar nicht so viel Rauschen. Also auch hier ein ziemlich klares Signal-Rausch-Verhältnis. Und auch hier würde ich sagen, da hängt also anscheinend Alter und Anzahl der Kinder auf jeden Fall signifikant zusammen. Ohne, dass ich was rechne. Rechnen kommt noch, ja, keine Sorge. Aber man sieht es manchmal wirklich einfach in den Diagrammen und braucht gar nicht rechnen. Und hier sehen wir natürlich auch noch Corona. Nicht so witzig, das Diagramm. Übersterblichkeit in den USA. Jetzt können Sie sagen, das war gar nicht Corona hier, ne, die Übersterblichkeit, aber ja, vielleicht doch. Und dann sehen Sie auch noch Russland, alle aktuellen Themen dabei. Auch hier sehen Sie ein Signal. Anscheinend wurden die Wahlen manipuliert über die letzten Jahre. Das sind alle Wahlen zwischen 2000 und 2021. Ein blauer Punkt ist eine Polling Station. Und warum sind hier auf solchen Linien auf einmal so viele blaue Punkte? Das sind ja die hohen Zustimmungswerte für Putin und Medvedev, der war da teilweise auch noch an der Macht. Die wurden anscheinend erfunden. Wo kommen sonst diese Strukturen her? Gerade hier oben ist es besonders deutlich, das Signal. Eigentlich müsste es ja überall so aussehen wie hier. Ich wette, da hat man Werte hier unten weggenommen, hier ist es so komisch dunstig, und hier oben hingepackt. Scheiße, ne? Signal-Rausch-Verhältnis. So, Abschlusswort, ich habe ja auch noch eine Minute. Wir lernen sogenannte klassische Statistik hier in diesem Semester. Sie werden im Master eventuell auch sogenannte bayesianische Statistik kennenlernen. Das ist okay. Die sind auch beide total toll und ergänzen sich total super. Deborah hat da auch, zugeschrieben. Da gibt es ein Buch von Deborah Mayo über die Statistikkriege. Die sind besonders in den letzten 10 Jahren entfacht. Seitdem gibt es einen kometenhaften Aufstieg der bayesianischen Statistik. Aber es gibt noch nicht genug Lehrmaterial dafür, schon gar nicht auf Deutsch. Und JASP gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Es ist das erste Programm, was überhaupt diese bayesianische Statistik wirklich zugänglich macht für Nicht-Programmierer. Und deswegen lehren wir die hier auch nicht. Auch wir als Dozenten sind hier auch noch gar nicht kompetent genug. Wir haben zwar schon Workshops besucht dazu, aber wenn Sie mal irgendwas von bayesianischer Statistik hören, verzagen Sie nicht. Die ist super und wichtig, aber Sie lernen hier nur die klassische Statistik. Und daran merken Sie, schließen Statistik ist lang nicht zu Ende geforscht, sondern ein super interessantes Feld, an dem noch jahrhundertelang wahrscheinlich weiter geforscht wird, weil es so verdammt kompliziert ist, mit Wahrscheinlichkeiten irgendwas abzuschätzen, was in der Stichprobe ist, wie wahrscheinlich das denn in der Grundgesamtheit ist. Da sind wir wieder am Anfang. Ich hoffe, genau, Sie konnten zuhören bis hierhin und vielen Dank, dass Sie alle da waren. Es hat mir Spaß gemacht. Bis nächste Mal.